Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. In den Büros, aber wahrscheinlich größtenteils in den Homeoffices, so wie wir hier auch. Herzlich willkommen zu unserer Serie Transfer Pricing Talks. Heute mit dem Thema Digital Managed TP Services, Ressourcenengpässe erfolgreich managen. Das Ziel ist, Ihnen zu zeigen, in welchen Bereichen der täglichen Arbeit Managed Services hilfreich sein können und welche konkreten Softwarelösungen kurzfristig verfügbar sind. Mein Name ist Jörg Hamken, ich bin Rechnungspreispartner und ich verantworte bei uns weltweit den Bereich Automatisierung und Softwareentwicklung im Bereich Rechnungspreise und habe auch heute meinen Kollegen André Jäckel mitgebracht, der sich gleich selbst vorstellen wird. Ich möchte zwei kurze organisatorische Hinweise geben. Und zwar zum einen, Sie kennen die Serie schon, Sie sehen am rechten Bildschirmrand die Möglichkeit, die Ansichten anzupassen, im großen Schirm normalerweise die Präsentation. Unten rechts das Video, Sie können aber auch die Ansichten wechseln oder das Groß- und Kleinschalten. Der zweite Hinweis geht Richtung Slido. Und zwar, wir möchten Ihnen gerne die Möglichkeit geben, hier Fragen zu stellen während der gesamten Session. Insofern nehmen Sie bitte am einfachsten Ihr Handy, gehen mit der Kamera auf den QR-Code und dann kommen Sie quasi gleich bei der richtigen Seite raus mit der richtigen Kennung. Wie gesagt, haben die Chance, während der nächsten 60 Minuten uns Ihre Fragen zu stellen, auf die wir dann in den letzten 10 Minuten dieser Session eingehen werden. Und wir erlauben uns auch, Sie zweimal um Ihre Meinung zu bitten, damit das Ganze ein bisschen interaktiver wird und wir auch ein bisschen besser unsere Inhalte nach Ihren Schwerpunktthemen ausrichten können. Ja, André, magst du dich gleich vorstellen und dann gerne übernehmen? Vielen Dank, Jörg. Mein Name ist André Jäckel, ich bin Senior Manager am Standort München und verantworte dort das ganze Thema Verrechnungspreistechnologie mit seinen ganzen Facetten von Dokumentation über Price Setting, dann ERP-nahen Themen, die ganzen Themen Prozessmodellierung, Prozessautomatisierung und freue mich auch, heute Ihnen dieses Thema Digital Managed TP Services vorstellen zu dürfen. Die Agenda, die wir uns für Sie überlegt haben, wir werden Ihnen einen kurzen Überblick geben im Rahmen der Einleitung zum Thema Digital TP Managed Services und danach drei ausgewählte Lösungen oder Lösungsansätze mit Ihnen besprechen, Ihnen zeigen, die sehr, sehr schnell einsetzbar sind, um Ihnen da auch weiterhelfen zu können. Und am Schluss haben wir uns noch 10 Minuten für die Q&A-Session aufgehoben. Und wie schon gesagt, bitte die Fragen über Slido einreichen. Das werden wir am Schluss dann alles mit heranziehen. Und falls wir nicht alle Fragen beantworten können in der Zeit, werden wir die im Nachgang noch Ihnen per E-Mail beantworten. Genau, dann fangen wir auch gleich an. Warum wird die Digitalisierung der TP-Funktion immer wichtiger? Gerade jetzt, wir leben gerade in einer sehr speziellen Zeit, unerwartete Ereignisse, die ganze Corona-Krise zum Beispiel, hat eine unmittelbare Auswirkung auf unsere Arbeitsweise. Die meisten von Ihnen arbeiten jetzt im Homeoffice und da merkt man erst mal, wie gut oder wie nicht so gut das Unternehmen, für das man arbeitet, digitalisiert ist. Geht ja schon mal los. Die klassischen Funktionalitäten, dass man Online-Konferenzen etc. machen kann, ob das daheim alles gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch noch so ein Thema, dass es gewisse Effekte gibt, die Arbeitszeit beeinflussen oder die Verfügbarkeit, die Ressourcen beeinflussen. Zum Beispiel Kurzarbeit oder auch ein Thema, was ich selber gerade mit durchmache, das Thema parallele Kinderbetreuung. Und dadurch werden die ganzen Lücken in der Digitalisierung, muss man ganz ehrlich sagen, schonungslos aufgedeckt. Und das führt zu den Herausforderungen, dass ja einerseits die ganzen TP-Tätigkeiten, die man früher auch schon gemacht hat, jetzt weitergemacht werden müssen. Sie müssen Ihre Dokumentation schreiben, Sie müssen Ihre Betriebsprüfungen abschließen, Sie haben zwischendrin noch das ganze Thema Price Setting auch mit zu begleiten und dann kommt der Gesetzgeber noch mit der einen oder anderen Änderung, die Sie halt auch mit abbilden müssen in Ihrer täglichen Arbeit, aber mit immer weniger Ressourcen. Und uns, genau wie es der Herr Hanken schon gesagt hat, wollen wir Ihnen jetzt hier Ansätze aufzeigen, wie man dem entgegnen kann. Und das bringt uns zu dem Thema Digital Managed TP Services. Also wenn wir uns nochmal die Herausforderungen ganz kurz zusammenfassen. Compliance, dann natürlich auch die Kosten, Effizienzsteigerungen sind gewünscht.
Budgets werden gestrichen, werden verkleinert, alles, was man berücksichtigen muss. Die Mitarbeiter haben wir schon angesprochen. Und die Systemumgebung, die vielleicht dann auch noch jemanden oder die Mitarbeiter dann auch noch challenged, weil halt die Daten, die Prozesse, die Systeme noch nicht so ausgerichtet sind und sehr hochgradig manuell sind. Dann kommen wir zu den Anforderungen, was wir natürlich alle wollen, ist eine Automatisierung, dass wir Lösungen und Ansätze haben, die die Prozesse beschleunigen und die Ressourcen weniger binden, also mehr Freiräume zu haben für die wirklich wertschöpfenden Sachen. Dann das Thema Kollaboration, ganz, ganz wichtig, dass man halt optimal zusammenarbeiten kann, insbesondere wenn man im Homeoffice isoliert im Zimmerchen oder am Küchentisch sitzt. Genau, und dann halt, was auch noch ganz wichtig ist im Rahmen der Digital Managed Key Services, ist das ganze Thema, dass man noch bedarfsgerechte Unterstützung hat, dass man sagt, wenn es dann doch nicht klappt, dass sehr, sehr schnell noch jemand mithelfen kann, sei es intern, aber auch natürlich externe Ressourcen, wie zum Beispiel ein Berater. Genau, und das bringt uns jetzt dann final zu den Digital Managed TP Services, die sich insbesondere dahingehend auszeichnen, dass sie schnell verfügbar sind, einen geringen Implementierungsaufwand haben, einen hohen Kostenvorteil zeigen und halt, wie schon angesprochen, die Einbindung von Experten ermöglichen. Das bringt uns auch schon zu der ersten Poll, die ich gerne jetzt starten möchte. Kurz nochmal auf die Antwort und Fragestellung. Also wir würden Sie jetzt gerne bitten, dass Sie uns kurz mitteilen, wo Ihre größten Herausforderungen der täglichen Arbeit sind. Es ist eine Mehrfachauswahl möglich. Wir haben mehrere Blöcke da drin als Antworten. Einmal das ganze Thema Budget, einmal Budget bei der Compliance-Verpflichtung, also wenn es darum geht, Dokumentationen zu schreiben. Einmal das ganze Thema Budgeteinsparungen, die Sie treffen bezüglich der ganzen Thema Effizienz- und Automatisierungsprojekte, also insbesondere auch das Price-Setting oder sonstige Budgeteinsparungen. Dann das Thema Mitarbeiter, kurzfristige, geringere Verfügbarkeiten bei den Ressourcen, halt zum Beispiel durch Homeoffice-Tätigkeiten, durch Parallelfamilie und Beruf oder auch das Thema Kurzarbeit, was sie trifft, oder halt auch langfristig, wo halt, was wirklich dann heißt, es gibt Stellenabbauprogramme und die Anzahl der Mitarbeiter werden langfristig runtergefahren. Dann das Thema Kollaborationsarbeiten im Homeoffice, wenn es hier Probleme gibt, wäre noch ein Thema. Und dann ganz, ganz wichtig unten, wenn halt das gegenseitige Setup bezüglich der Daten, der Prozesse, der Systeme, was sie momentan haben, ihre Arbeit hochgradig manuell darstellt. Und falls Sie sagen, nichts von dem passt, wählen Sie bitte Sonstiges. Ich schaue jetzt schon gerade, 3 Antworten haben wir schon bekommen, warten wir noch ein bisschen. Und dann würde ich auch das Ergebnis zeigen. Das können Sie sich dann alles am Handy anschauen oder über den Weg, wie Sie halt quasi auf Slido eingeloggt sind. Sind wir gerade bei 6. Warten wir noch ein bisschen. Ja, jetzt tut sich was. Es zeichnet sich schon ein erster Trend ab, ich schalte es dann gleich frei. Sie können weiterhin abstimmen, ich gebe aber schon die Ergebnisse frei. Also man sieht, der Trend geht sehr, sehr stark zu dem Thema Datenprozesse, Systeme. Genau, André, wenn du möchtest, kannst du schon vielleicht mal so die Blöcke nennen, die Ausreißer darstellen. Genau, also freigegeben. Ja. Freigegeben ist es, sollte jetzt mal auch jeder schon am Handy sehen, das Ergebnis. Man sieht ganz, ganz klar, dass mit jetzt aktuell 77% das Thema Datenprozesse, Systeme
die größte Herausforderung ist, das ganze Thema eigentlich Budget und Ressourcen, ja, mit, sage ich mal, so ein Viertel bis ein Drittel eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist auch so die Wahrnehmung, die wir auch so sehen, wenn wir mit unseren Mandanten sprechen, dass gerade halt also noch die bestehenden Systeme, die bestehenden Prozesse große Schwierigkeiten bereiten, die Automatisierung aktiv voranzutreiben. Ich lasse die Polke noch weiterlaufen, würde aber dann schon weitermachen mit dem nächsten Slide und an dich übergeben, Jörg. Ja, prima. Ja, vielen Dank für Ihre Meinungen, die Sie abgegeben haben. Auch spannend und aber beruhigend, dass quasi jetzt Budgeteinsparungen bei Effizienz- und Automatisierungsprojekten nicht bei Ihnen offenbar an der Tagesordnung sind. Das beruhigt uns wirklich sehr, weil das sind ja eigentlich nachhaltige Effizienzmaßnahmen, die Ihnen das Leben erleichtern, die eigentlich netto der Unternehmung helfen. Und das ist wirklich eine sehr positive Nachricht, dass man da also wirklich die Sachen versucht weiter umzusetzen, eben aufgrund der Tatsache, dass im Bereich Datenprozesse offenbar Handlungsbedarf besteht. Die TP Managed Services, da kommen wir gleich eben nochmal dazu. Was bedeutet das? Also wir sprechen von Digital Managed Services, wenn wir sagen, es findet ein Angebot statt in der Mischung einer Software, die Software as a Service oder lizenziert wird, plus eine gewisse Service-Komponente, die mit da einhergeht, entgegen zu den herkömmlichen IT-Projekten, wo man sich eine Software auf den eigenen Serverlandschaften implementiert hat und dann damit gearbeitet hat. Was sind die großen Unterschiede? Das eine ist, man ist natürlich deutlich schneller in der Verfügbarkeit. Das heißt, alles, was heute cloud-basiert angeboten wird, kann man relativ kurzfristig bereitstellen. Es gibt vielleicht noch Customizing-Einstellungsthemen, aber die Software selbst lässt sich eben in kurzer Zeit letztlich anbieten. Und der Vorteil ist natürlich auch mal entsprechend Service-Teams dahinter, die sowohl in der Software als auch in der Sache natürlich fit sind, sodass auch dort der Einstieg und die Bedienung leicht fällt. Der geringe Implementierungsaufwand ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir sprechen hier nicht von IT-Projekten. Und was wir von vielen Kunden hören, ist eben, dass man eigentlich keine Software-Projekte mehr machen kann derzeit oder machen will, weil eben die IT, die interne beschäftigt ist mit SAP, S4HANA-Projekten oder anderen großen Themen, die für die Unternehmensexistenz sehr relevant sind. Insofern würde man auch hier sich nicht unbedingt in die Schlange stellen müssen, sondern vielleicht Möglichkeiten, cloud-based schnell an die Applikation ranzukommen. Kostenvorteile, natürlich auch ein wichtiger Punkt. Sie wissen das vielleicht, wenn Sie bereits Software intern hosten und verwenden, da kommen ja doch einige auch Maintenance, Pflege, Wartungs-, Hosting-Kosten zustande, die man dann auf die Kostenstelle belastet bekommt. Das sind auch Dinge, die man in der Regel bei der Cloud-Based-Variante nicht hat. Also nochmal Ressourcenvorteil. Und der letzte Punkt, der ist uns eigentlich am allerwichtigsten jetzt für die Veranstaltung heute. Ich denke, es ist wirklich das Thema Flexibilität, ja, dass Sie die Möglichkeit haben, mit gewissen Software-Applikationen, je nachdem, wie Ihre Ressourcen verfügbar sind, über Elternzeit, Mutterschutz, jetzt eben in der Krise, Homeoffice, Kurzarbeit, mehr Workshares zu übernehmen oder eben weniger, weil der Provider oder der Partner, mit dem Sie hier so ein Managed Service aufsetzen, dann entsprechend die Ressourcen einfach hochfahren kann. Und das ist, glaube ich, durchaus interessant, wenn einfach beide Seiten auf gewissen Applikationen erfahren sind und man da gemeinsam sehr flexibel vorankommt, je nachdem, wie eben die Ressourcen auf der einen oder anderen Seite aussehen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte, um hier wirklich in einer guten Kollaboration voranzukommen. Auf der nächsten Folie möchten wir Ihnen mal einen kleinen Überblick geben, wenn man versucht. Ja, es gibt da ganz viele verschiedene Darstellungsvarianten, die Sie wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Wie soll man einen Verrechnungspreiszyklus, einen Verrechnungspreisprozess, eine End-to-End-Sicht darstellen? Wir haben mal Folgendes versucht, und zwar, wir gehen hier links von den Datenquellen aus, wo wir beim Unternehmen erstmal unterscheiden würden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, welche Daten, die Sie so benötigen, sind eigentlich zentral zugänglich für Sie im Headquarter. Und jetzt, wenn Sie in der SAP-Welt unterwegs sind, in der Regel FI, SD, COPA sind so die Klassiker, wo Sie die Daten finden, die Sie für Verrechnungspreisthemen benötigen. Natürlich auch nicht SAP-Systeme zentral zugänglich, gleichermaßen. Der zweite Block, und da wird es sehr schwierig,
Also sind all die Themen, wo Sie auf die Subsysteme zugreifen müssen oder auf die lokalen Systeme. Also wenn Sie beispielsweise Local Gap Zahlen brauchen, wenn Sie Finanzdetails brauchen, die in dieser Feinheit der Granularität nicht zentral verfügbar sind, oder der ganze Block unstrukturierte Daten, die wir natürlich auch brauchen für Local File, Master File Erstellung, für CBCR Table 2 und andere Dinge. Was natürlich das Ziel sein muss, ist, dass man hier einen Datenextraktions-, einen Datenverwaltungsprozess aufsetzt, der es Ihnen ermöglicht, die für Sie relevante Daten in direkten Zugriff zu geben. Und wenn wir natürlich in dem oberen Bereich drin sind, soll diese Linie zeigen, dann haben wir hier natürlich ETL-Prozesse, das heißt, wir können hier hart verdrahten, eine Datenbank, eine Datensicht auf Basis der zugrunde liegenden Systeme, die quasi automatisch real-time befüllt werden. Und wir müssten uns aber auch überlegen, wie wir eigentlich Systeme aufsetzen, um die Daten, die dezentral verfügbar sind, hier reinzubekommen. Oft, wenn man hier Menschen abgebildet, ist das ein manueller Prozess, weil sie Menschen brauchen, die über Workflow-Systeme oder andere Themen, heute wahrscheinlich viel E-Mail, viel Excel, versuchen, die Daten zu sammeln, was extrem mühsam und zeitraubend ist. Ja. Im nächsten Schritt geht es dann eigentlich darum, die Daten zu verarbeiten. So die klassischen, auch das ist jetzt nicht vollständig, die Ansicht, aber die wesentlichen Komponenten, die wir brauchen, ist immer sowas wie eine IC-Matrix. Wissen Sie, wo Sie sehen, welche Gesellschaft faktoriert, welche Transaktion an welche andere mit Volumen X. Soweit die Daten hier oben verfügbar sind, kriegen wir eigentlich auch diese Mapping-Themen mit intelligenten Regeln, auch die Weiterlernen über die Zeit, ganz gut zugeordnet. Sobald wir hier in die Subsysteme reingreifen müssen, da unten, wird es natürlich auch da wieder hackelig und liegt ganz viel an der Intelligenz der Datenaufnahme. Also die Abfrage bei den ganzen lokalen Kolleginnen und Kollegen ist sehr, sehr relevant. Das ist das dort sehr schlau, sehr clever zu machen, damit wir schon an der Quelle eigentlich feststellen, sind die Daten valide, sind die vernünftig oder nicht und nicht erst hinten in der Doku das Ganze dann merken. Segmentierte G&V, anderer großer Bereich für alle, die Margenmonitoring betreiben unter Erik, sicherlich eine wichtige Compliance-Empfehlung. Auch dort brauchen wir eher COPA-FI-Daten, die wir da ziehen. Und natürlich fürs CBCR Table 1 brauchen wir auch ein Mapping. Das ist ein ganz schlichtes Mapping eigentlich von den Kontenrahmen hin in die Felder. Mit den Besonderheiten, dass wir Text-Cashflow-Zahlen auch ziehen müssen. Data Analytics, das ist für Sie insofern ein spannender Bereich, weil Sie sind hier eigentlich sehr, sehr unabhängig von Providern und von auch Beratern. Hier geht es um den Bereich Self-Service-Solutions, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie, wo Sie für wenig Geld eigentlich Lizenzen kaufen können, Standardsoftware, wo wir vielleicht, wenn Sie möchten, Ihnen helfen können, diese ersten Versionen von DNA-Dashboards zu liefern oder so zu bauen, wie Sie es bräuchten. Erfahrungen gibt es da ganz breit, ja, Margenmonitoring, Forecasting bis auf Artikelebene, BU-Ebene, Landesebene. CAP-Testing gibt es Möglichkeiten, Risikoanalysen, die wir durchführen können, Inland, Ausland, CBCR-Testings, wo wir gucken können, wie bestimmte KPIs sich auswirken, um auch die Sicht der Finanzverwaltung hier einnehmen zu können. Auch OECD Pillar 1, Pillar 2 Simulationen haben Sie sicherlich auch schon ein bisschen was gesehen oder sich damit befasst, wenn Sie digitale Geschäftsmodelle haben. Auch da gibt es Möglichkeiten, jetzt schon sagen zu können, wo würden denn Gewinne zukünftig versteuert werden müssen, wenn das so kommt, wie es jetzt diskutiert wird. Also das ist ein ganz spannender Bereich für Sie, denke ich. Das Thema TP-Management, Preissetzung für Waren und für Nicht-Waren, möchten wir deswegen highlighten, weil wir ganz fest überzeugt sind, immer dann, wenn Sie Softwarelösungen möglichst zentral verwenden, um Verrechnungspreise hart zu kalkulieren, die dann auch in die Systeme gehen und fakturiert werden, ist das eigentlich unser Single Source of Truth. Es macht eigentlich dann viel mehr Sinn, innerhalb dieser Applikation sich die Daten zu ziehen für IC-Matrix, Segmentierung, sonst was, anstatt zurückzulaufen, im SAP-System oder im Non-SAP-System dann die gleichen Daten zu suchen, was ungleich komplexer ist. Also immer da, wo Sie quasi das Problem an der Wurzel lösen können, an der Wurzel packen können und lösen können, ist das eine ganz klare Empfehlung. Darum würden wir auf die Dinge auch gerne eingehen wollen. Weil Sie sehen auch dann die Brücke von dieser Lösung in die Dokumentation rein, ist klein. Wenn Sie diese Tools nicht haben und jeder dezentral mit seinem Excel-Sheet Sachen rechnet, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als in den Quellen zu suchen und dann diesen ganzen langen Weg zu gehen, um dann am Ende in der Compliance die richtigen Zahlen und Daten zu finden. Hier besprechen wir
die Erstellung von Masterfile Localfiles CBCRs inklusive elektronisches Filing, Elmer-Schnittstelle. Und der letzte Punkt, Kollaboration, betrifft eben die Betriebsprüfung. Auch das ist wichtig, auch für Vertreter der Finanzverwaltung, die in dem Webex hier vermutlich auch teilnehmen gerne. Auch da gibt es Möglichkeiten, und da ist es gar nicht einfach, wie man gemeinsam arbeiten kann, wenn wir an den Homeoffices eingesperrt sind. Kommen wir gleich dazu. Wenn wir auf die nächste Folie schauen. Also, genau, würden wir gerne nochmal ein Polling starten. Ich übernehme das mal kurz, André. Also Sie kennen ja schon den Slido-Zugang. Die zweite und letzte Frage an Sie, weil das hilft uns nochmal einmal noch genauer reinzugucken, wo im Bereich Datenprozesse Sie Ihre größten Handlungsbedarf für Effizienzsteigerung sehen. Ist es ganz links eigentlich schon ganz am Anfang, Datenextraktion, Datenquellen? Ist es mehr das Verarbeitungsmapping-Thema? Sind es die analytischen Themen, die Sie interessieren, um mehr Insights zu bekommen? Der ganze Preissetzungsprozess, der vielleicht Sie in Sorgen bereitet, Reporting meint Dokumentationserstellung, Filing, BP-Management oder anderes. Also wenn Sie da uns kurz noch ein Feedback geben könnten, dann springen wir. Genau, vielen Dank. Nochmal die Sicht für Sie alle über die Säulen. Dann springen wir kurz rein in die konkreten Lösungen. Ich schalte auch nochmal zurück in die Ansicht des Pollings. Ja, und also wir wissen, dass es gibt ja sicherlich nicht die eine Lösung, nicht die eine, der eine Punkt, wo der Schuh drückt, aber uns ist, glaube ich, wichtig, hier auch vielleicht auch für Sie insgesamt als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da mal ein kleines repräsentatives Feedback auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen zu kriegen, die auch, sage ich mal, kämpfen in den Verrechnungspreisprozessen, wo denn die meiste Zeit eigentlich verloren geht, weil auch das ist ein wichtiger Punkt. Unser Ziel ist eigentlich immer, möglichst Ihre Zeit zu sparen im Bereich Datenextraktion, Datenvalidierung, Datenvorbereitung, weil das oft nicht sehr wertschöpfend ist, sondern das möglichst bereitzustellen, sodass Sie dort wirklich einloggen, die Datenbank haben, wo Sie reinschauen können und dann sich eigentlich mit den echten Arbeitsschritten beschäftigen, wie eben Analyse von Themen, Dokumentationserstellung, unterjähriges Margenüberwachen, nachdenken, inwieweit man Preise ändern müsste oder nicht. Auch jetzt natürlich in der Krise, eine ganz besondere Situation, wo man vielleicht von diesen sogenannten, in Anführungszeichen, schönen Wetterverrechnungspreismodellen mal nochmal nachdenken muss, ob man jetzt, wo es mit Auslastungen nach unten geht, auch abweicht von Verrechnungspreisverträgen, von Konditionen und Klauseln, um gemeinsam durch die Krise zu kommen mit den Konzerngesellschaften. André, gibst du die frei, die Sicht? Ja. Oh. Ja, okay, ist auch ein ganz klares Votum, 65% Datenextraktion, Schrägstrich Datenquelle, das haben wir jetzt nicht extra angeboten, aber ich gehe davon aus, meint auch das in Verbindung. Ja, es ist doch, es erhärtet sich, wir müssen wirklich uns fokussieren auf das Thema Daten. Da vielleicht nochmal eben auch ein Satz zum Thema SAP, PRPM, André, wenn du vielleicht auf die nächste Folie nochmal springst mit der Übersicht der Lösungen. Ich glaube, das können wir kurz fassen. Was wir Ihnen hier sagen wollen, ist einfach nur, Sie mögen überrascht sein, aber es gibt in der Tat heute verfügbar von diversen Anbietern Möglichkeiten, den gesamten Prozess eigentlich abzudecken mit Managed Services, also mit Lösungen, die auch Cloud verfügbar sind, auch für das Thema Datensammeln, Daten extrahieren, End-to-End, für all die genannten Themen. Auf der nächsten Folie sehen Sie es nochmal genauer. Wo wir nochmal das PRPM genannt haben, das ist eben vielleicht für Sie noch nicht so bekannt, aber es lohnt sich da mal zu googeln oder sich schlau zu machen. Wir können Ihnen natürlich auch gerne mithelfen. PRPM ist letztlich eine Datenkrake, eine Datenmodellierungsschicht, mit dem Sie SAP und Non-SAP-Daten ziehen können und in ein Format bringen und in eine Verdichtung, von der Sie auch dann weiter marschieren können. Und das Ganze eben real-time, was spannend ist, weil Sie nicht mehr da Dateien extrahieren in CSV oder wieder woanders hochladen etc. Ist das ein wichtiger Punkt. PwC hat auch so kleinere Sachen wie Extract, das sind so Tools, wo man auch eben entsprechend an die Daten rankommt, in einem routinemäßigen Charakter.
Und sowas wie zum Beispiel TV-Management-Tool, auf das gehen wir nachher mal ein, sehen Sie, das zieht sich ein Stück weit durch. Das ist auch eine Software, die ist nicht von PwC, das ist eine Kooperation, in die wir da eingegangen sind, weil wir glauben, dass es eine sehr, sehr starke Lösung ist, die quer durch die Bereiche bis auf BP-Management eigentlich helfen kann. In dem unteren Bereich, da ist es auch sehr, sehr spannend, weil da wird es schwierig. Da ist aber eins unserer jüngsten Projekte, die wir gemacht haben, Data Gathering System, glaube ich, sehr spannend. Könnte man separat nochmal drauf eingehen. Vielleicht in einer da, in dem nächsten Webinar, das sage ich Ihnen am Ende dann nochmal. Da geht es wirklich darum, dezentral Daten zu sammeln, zu validieren, auch schon mit Benchmark-Ranges zu verproben, sodass man hier quasi direkt bei der Lieferung durch den lokalen Mitarbeiter schon Feedback kriegt und auch dann erst weitergeht im Prozess, wenn das hier sauber aufgestellt ist. Ja, und da müsste man sich in der Tat mal unterhalten und mal gucken, welche Systeme haben Sie denn schon in der Firma, die man customized, bevor man in zusätzliche Tools geht, die Sie vielleicht jetzt auch erstmal nicht im Fokus haben. Ja. Insofern würde ich auch mal hier unten erst empfehlen, schauen, was da ist, Reporting-Strukturen genauer durchleuchten. Im Bereich Data Analytics habe ich schon gesagt, die klassischen Self-Service-Solutions sind Tableau, Microsoft Power BI, Qlik. Alles geringe Lizenzbeträge. Derzeit kriegen Sie die meisten auch sogar kostenlos von den Herstellern. Also können Sie auch da mal reingucken. Trainings dauern nicht lange. SAP Analytics Cloud ist eine moderne Lösung, die gerade im Bereich S/4HANA-Rollout sehr stark auch von SAP Ihnen gerade angeboten wird. Im TP-Management-Bereich, auch da wieder genannte Lösungen, auch im Bereich Service Charging, gibt es sehr, sehr intelligente, in Excel programmierte Lösungen, also wirklich hochintelligent, hochautomatisiert, bis hin zu Standardsoftware-Lösungen, auch von Kooperationen, wenn es wirklich sehr komplex sein muss. Im Bereich Dokumentation, GlobalDoc, wo man den ganzen Bereich Masterfile, Localfile, CBCR-Erstellung eigentlich abfackeln kann. Und am Schluss auch das Thema Kollaboration, Betriebsprüfer, Unternehmen zeigen wir nachher auch nochmal eine Möglichkeit. Ja. Das nur als Übersicht, André. Ich würde dich bitten, den ersten Block TP-Dokumentation schon gleich reinzusteigen, um ein bisschen Gefühl zu geben, wie läuft so ein Projekt, wie kann sowas aussehen. Genau, vielen Dank. Kommen wir zum Thema Dokumentation. Jetzt mal ganz kurzer Blick auf das Gesamtschaubild. Dokumentation fängt ja auch da an, Daten zu verarbeiten, zu mappen, Thema IC Matrix oder dann im Country-Reporting und natürlich dann hinten raus die Dokumentation und den CBCR-Filing durchzuführen. Das mal ganz kurz, um Sie nochmal abzuholen. Dann halt jetzt hier ein Blick auf die Dokumentationslösung, die man auch als Digital Managed Service einsetzen kann. Und die große Unterschied ist, sage ich mal, zwischen einer klassischen Implementierung oder das Modell als Digital Managed Service ist insbesondere, wie man es aufsetzt. Dass man sagt, beim Thema Dokumentation machen wir halt nicht den Klassiker, wir installieren die Instanz direkt beim Mandanten vor Ort, sondern wir haben es wird eine leere Instanz aufgesetzt auf einem PwC-Server zum Beispiel. Das geht recht schnell, kommen wir gleich noch dazu, und steht innerhalb von 1 bis 2 Tagen zur Verfügung, sodass dann die Dokumentation erstellen kann. Aber jetzt mal zum großen Ganzen, was ist GlobalDoc? Das ist halt eine Lösung, mit der man gemeinsam die Rechnungspreisdokumentation erstellt und dement eine hohe Effizienz erreichen kann, weil halt die Dokumentation jetzt nicht für jede Gesellschaft von unterschiedlichen Personen geschrieben wird, sondern man arbeitet gemeinsam an der großen Dokumentation. Man teilt sie auf in Schnipsel, sage ich mal, in Module nennen wir das. Und wenn eins geschrieben ist, stellt man das den anderen zur Verfügung und ist dadurch sehr, sehr schnell. Und auf der anderen Seite, neben der Schnelligkeit, kann man dadurch, wenn man es einheitlich schreibt, die Konsistenz signifikant erhöhen. Und was halt die Lösungen immer mit sich bringen, so Thema Fristenmanagement etc., dass man alles im Blick hat und keine Deadline versehentlich vergisst. Wichtig ist uns das Bild oben rechts, wo es heißt auf einen Blick. Wenn man sich jetzt so einen Blick drauf wirft auf die Lösung, sieht man bei so einer Dokumentationslösung einen, sag ich mal, mittleren bis hohen Automatisierungsgrad. Ganz, ganz starke Ausprägung sehen wir im Bereich der Kollaboration, weil man halt eine Plattform hat und gemeinsam darauf arbeitet. Gemeinsam heißt gemeinsam intern, wie gemeinsam auch
mit externer Unterstützung, zum Beispiel mit uns als Berater für die Dokumentationserstellung. Verfügbarkeit schon kurz angesprochen, sehr, sehr schnell. Und das Thema Amortisation ist auch sehr, sehr hoch, weil wenn man sich überlegt, welche Ressourcen im Dokumentationserstellungsprozess gebunden sind und das dann spiegelt zu dem Investment, was man tätigen muss, um halt das Global Doc zu bekommen, sehen wir bei den Mandanten, das amortisiert sich sehr, sehr schnell. Also da sprechen wir von 1 bis maximal 2 Jahren. Wichtig jetzt im Hinblick auf die Digital Managed TP Service ist, wie kann man das jetzt sehr, sehr schnell hochziehen und für Sie verfügbar machen. Also das erste ist, die Instanz einzurichten. Das geht ganz schnell. Es wird auf einem Server, wird quasi einige abgekapselte Umgebung geschaffen, wo Ihr Global Doc laufen würde. Das dauert 1 bis 2 Tage. Dann geht es darum, Ihre Altdokumentation reinzubekommen. Und das ist halt, da hat die Global Doc eine schöne Funktionalität. Sie können Ihre bestehende Dokumentation einfach reinschmeißen. Dann wird es in Global Doc zerschnitten, also quasi ihr großes Word-File wird dann in einzelne Module aufgebrochen und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir mit der Dokumentationsbearbeitung beginnen können. Und dieses Zerschneiden der Dokumentation, je nachdem, wie man das startet, und das ist hier jetzt gerade der große Unterschied, ich kann es jetzt wirklich mit Stern machen, dass ich sage, ich möchte perfekt mit Global Doc anfangen, alle Settings einstellen. Natürlich dauert es dann länger, aber ich kann auch sagen, mir brennt der Hut, ich muss schnell sein. Dann heißt es reinschmeißen, vielleicht noch weniger Kapitel anzulegen und auch die ganzen Funktionalitäten, die in Global Doc drin sind, also das ganze Rollen- und Rechte-Management, vielleicht im ersten Schritt mal bis zu vernachlässigen, dadurch schneller zu sein, um halt zu sagen, ich habe ein kleines Team, vielleicht noch dann, und das ist dann der Punkt, der weiter rechts kommt, eine Unterstützung vom Berater, zum Beispiel durch PwC, dass man sagt, ich lege nur wenige Rollen an, die die Dokumentationslösung dann nutzen können und habe dadurch halt einen sehr großen Geschwindigkeitsvorteil, macht die erste Dokumentation jetzt aufgrund von eingeschränkten Ressourcen sehr, sehr schnell fertig und macht diese ganzen und nutzt die ganzen Funktionalitäten, die noch drinstecken, die nutze ich dann später, um Global Doc wirklich dann sauber zu implementieren. Aber als schnelle Lösung, um schnell hier Effizienzgewinne zu heben, kann man auch mit einem minimalen Setup, was sich sehr schnell einrichten lässt, arbeiten. Und dann, wenn es aufgesetzt ist, dann arbeitet man gemeinsam mit einem kleinen Team an der Dokumentation und am Schluss hat man halt die komplette Verrechnungspreisdokumentation dann in Global Doc verfügbar und kann die dann auf Knopfdruck für BP-Anfragen etc. Generieren und übergeben. Das ist aber ein ganz, ganz kurzer Überblick, auch im Hinblick auf das Polling. Global Doc war jetzt geratet mit 23%. Die nächste Lösung hat einen deutlich höheren Rating bekommen. Deswegen wollen wir hier ein bisschen mehr drauf eingehen und ich übergebe an den Kollegen Jörg. Ja, vielen Dank, André. Vielleicht nur noch mal eine Ergänzung zum Thema Amortisation. Also wir haben bei Global Doc einen Einmalbetrag und was aber, glaube ich, wichtig ist, es gibt einen jährlichen Betrag von zum Beispiel 5.000 Euro für bis zu 10 Gesellschaften, die Sie da abbilden wollen. Insofern also lohnt sich das oder nicht, ist eine Frage, wie viele Mitarbeiter haben Sie da im Prozess. Aber um also 5.000 Euro zu sparen, das ist, glaube ich, bei jedem Unternehmen, bei jedem Mittelständler gegeben. Darum sagen wir eben, sind wir auch überzeugt, das lohnt sich. Wir haben ja wirklich auch kleine Mittelständler, die wir da bedienen, bis DAX 30 Konzerne. Wir sind seit über, glaube ich, 13 Jahren am Markt mit der Lösung. Da ist, glaube ich, viel Erfahrung drin und viele Dinge, die wir da gesehen haben. Zumindest ist das kein großes Budget eigentlich für die jährliche Gebühr, die wir hier sehen. Auf der nächsten Folie gebe ich Ihnen mal einen kurzen Überblick zu dem Thema TP-Management. Und zwar, da geht es eben, Sie sehen es oben rechts, um die Kooperation mit Octravis. Das ist eine Firma, die hat eine Software entwickelt für den tatsächlich ganzen Bereich End-to-End-Transferpreis-Management, Preissetting. Sie sehen die Module. Das ist eine Applikation, die ist cloud-basiert, die zieht sich alle relevanten Daten aus den ERP-Systemen raus, sorgt dafür, dass alles, was verrechnungspreisrelevant ist, zusammengefasst wird, sodass Sie die Möglichkeit haben, über den Flow-Analyzer die Transaktionsvolumen zu sehen, wer fakturiert was an wen, bis runter auf einen Einzelbeleg. Von einer sehr großen, hohen Flugperspektive ausgehend. Der zweite Punkt ist GMV-Segmentierung, inklusive Forecasting. Das heißt, die ganze Notwendigkeit, dass man Gesellschafts-GMVs in die Segmente Routinevertrieb, Auftragsfertigung, Auftragsentwicklung, Strategieträger etc. schneidet,
ist dort vorhanden mit Allokation der Kosten. Einmal Customizing, dann wird es automatisch segmentiert. Die ganze Preiskalkulationsprozess ist hier vorhanden, egal welche Verrechnungspreismethode. Fokus auf Waren, ja, das muss ich nochmal dazu sagen, das hat man, genau, steht hier auch, Preissetzung für Waren, ist der große Fokus. Dann haben wir Negotiation Workflow ist mit enthalten, das heißt, wenn immer noch Preise tatsächlich verhandelt werden sollen, was wir eigentlich nicht unbedingt aus steuerlicher Sicht so sehr wünschen, dann kann auch diese Verhandlung zwischen dem Business in der Applikation erfolgen. Es werden Preislisten erzeugt, es gibt ein Dashboard, wo Sie jeden Monat exakt sehen, in welchem Segment ist man in der Range, ist man außerhalb der Range, welche Preise werden wie zu setzen, um gewisse Margen zu erzielen, die man aus Compliance-Gründen erzielen sollte. Der analytische Bereich ist hier komplett drin. Und das Spannende ist eben, als Nutzer verwenden Sie hier keine Zeit, um sich um Daten zu kümmern. Also das mögen Sie, das mag für Sie komisch klingen, können wir Ihnen in Live-Demos aber auch zeigen. Es ist wirklich so, dass die gesamte Datenbasis bereitgestellt ist. Sie loggen sich ein, Sie schauen sich die Fakten, die Themen an, Sie analysieren, was relevant ist, was kritisch ist, was entscheidungsmäßig betrachtet werden muss. Sie treffen die Entscheidungen, Sie rechnen die Preise, Sie spielen sie wieder ins SAP-System zurück und kommen dann also entsprechend Schritte weiter und konzentrieren Ihre kompletten Ressourcen auf das echte wertschöpfende Doing. Ja. CBCR Table One Daten können auch mit natürlich generiert werden, aber das steht hier außen drin. Der Armslängstest erfolgt hier. Eigentlich der Kern der gesamten Arbeit ist hier drin. Verrechnungspreisrisiken, Chancen erkennen Sie natürlich, wenn Sie sich hier drin bewegen. Die CBCR Table 1 Daten fallen hier auch aus der Applikation raus, aber die ist nicht, die hat keine Komponente, um eine Local für einen Masterfile zu schreiben. Ja, insofern, darum fehlt das hier auch, ja, ganz bewusst. Aber natürlich ist hier die Möglichkeit da, die Daten mit einer Schnittstelle zum Beispiel an GlobalDoc zu überreichen. Aber das ist eigentlich, wie wir gerade gehört hatten, bei Ihnen auch in dem Polling, genau das Thema. Wie komme ich an die Daten ran? Wie kann ich da meinen Preissetzungsprozess, mein Margenmonitoring super abdecken? Dafür, glaube ich, ist das wirklich optimal geeignet. Auf der nächsten Folie. Ja, sehen wir nochmal nur kurz zusammengefasst, das ist eine Software-as-a-Service-Lösung, habe ich schon gesagt. Die Implementierung ist jetzt bei der Schnelligkeit, Sie sehen es auch da oben, natürlich können Sie sich denken, ja, das ist was Größeres. Ja, wenn man sämtliche SAP-Systeme anzapft, die gesamten Daten versucht zu ziehen, dann ist es eine Sache, wo wir Implementierungszeiten haben. Ich sage jetzt mal im Schnitt 2 Monate bis 8 Monate. Ja, wir haben da Konzerne von einer Milliarde Umsatz, bis zu 60, 70 Milliarden und mehr. Insofern muss man natürlich da fair bleiben und sagen, na gut, wenn ich jetzt ein 60 Milliarden Geschäft versuche abzubilden mit so einer umfangreichen High-End-Lösung, dann wird man das nicht in 2 Monaten schaffen. Ja. Aber es gibt eben kleinere Einheiten, kleinere Business Units, in die man das schneiden kann, wo man eben dann auch schneller vorankommt. Die Amortisation ist wirklich riesig, weil die Ersparnisse, man sieht es hier mal angedeutet, bei 20 bis 40% der ungefähr weltweiten Ressourcen, die im Bereich Verrechnungspreise unterwegs sind, erreichen kann. Und das sind im Wesentlichen im Business, in Finance, in Controlling Einheiten, die sehr, sehr viel Zeit damit verbracht haben, all diese Tätigkeiten durchzuführen. Der Automatisierungsgrad ist wirklich äußerst hoch. Sehr intelligente Lösungen, die mit verschiedenen Algorithmen und Features und Funktionen einem hilft, das Leben leichter zu machen. Also denke ich, ist interessant. Auf der nächsten Folie sehen wir dann kurz einen Ablaufplan, auch das nur ganz grob, damit Sie mal so ein Gefühl kriegen. Das Allerwichtigste ist links, weil rechts ist jetzt auch nur ein Beispiel eben von einem Projekt, was wir da mal rausgezogen haben. Aber ganz links ist das Allerwichtigste. Wir starten immer mit einem Proof of Concept. Das heißt, egal mit welchem Anbieter Sie sprechen, also es muss ein Proof of Concept erfolgen. Ein Business Case am Anfang erstellt werden, eine kleine Machbarkeitsstudie. Wenn die Datenqualität und die Datenverfügbarkeit wirklich so schlecht sein sollte, wie man vielleicht vermutet, dann wird man natürlich nicht weitergehen. Ja. Deswegen auch von unserer Seite würden wir auch dringend empfehlen, und wir bieten da für Ihre Sicherheit, sage ich mal, auch einen Festpreis an, wo großteils die Investitionen bei dem Provider und bei uns liegen würde, wo wir sagen, also für eine relativ risikolose Beauftragung ihrerseits, weil es eben einfach einen abgeschlossenen Festpreis gibt, tauchen wir mal wirklich sehr tief in die Daten ein, versuchen herauszufinden, wie gut oder schlecht es wirklich aussieht
um dann eine Fit-Gap-Analyse zu liefern, eine Business Case, um zu gucken, ob sie das wirklich für sie rechnen könnte oder nicht. Und das ist eigentlich das Spannendste hier am Anfang. Und wir hatten bisher um die, weiß gar nicht, 30, würde ich sagen, solche harten Tests mal durchgezogen. Und die Qualität, die wir brauchen für diese Lösung, ist gar nicht, also wie soll ich sagen, die Qualität, die wir vorgefunden hatten, war in sehr vielen Fällen gar nicht so schlecht, um diese Probleme hier lösen zu wollen. Da waren die Unternehmen oft sehr, sehr viel kritischer und skeptischer, als wie wir die Daten dann gefunden hatten. Insofern ist das, glaube ich, mal ein interessantes Thema, da mal reinzusteigen, um mal zu gucken, ob da nicht Hoffnung besteht, gerade auf der Datenseite eben deutlich besser zu werden. Und man muss ja auch nicht alle Funktionalitäten nutzen. Eine Applikation kann stufig da reingehen. Und wie gesagt, auch die Wochenangaben hängen dann sehr stark von Ihrer Unternehmung ab. Jetzt Ressourcenverfügbarkeit etc. Genau, und was ich kurz noch anmerken möchte, gerade diese Digital Managed TP Service äußert sich gerade in dem am Anfang bei dem Thema, die Daten sauber zu extrahieren, die Daten soweit aufzubereiten. Das ist echt, wie Sie Herr gesagt hat, ein Thema, was nicht mehr Sie dann machen müssen, sondern was dann quasi über den Managed TP Service mit abgenommen wird, so dass Sie sich dann wirklich auf das Preissetting, auf das Aussteuern der Gesellschaften konzentrieren können. Genau richtig. Das ist eine gute Mischung, eben genau wie du gesagt hast. Service-Komponente, die Software, die zur Verfügung gestellt wird. Und auch letzter Punkt, auch in dem Proof of Concept besteht die Möglichkeit, dann auch das Tool quasi, also diesen Flow Analyzer zum Beispiel, auch mal testweise zu nutzen, mit den eigenen Realdaten mal zu sehen, wie sich das so anfühlt im Vergleich zu der eigenen Welt, die man so zur Verfügung hat. Ja, insofern, das nur als kurzer Abriss an der Stelle. Wie gesagt, bei Interesse gerne sich an uns wenden, dann können wir da tiefer gehen. Letzter Punkt, BP-Management, Betriebsprüfung, da sind wir ganz rechts unterwegs. Das hat jetzt eigentlich erstmal nichts mit direktem Datenzugriff zu tun. Also hier ist der Schwerpunkt ganz klar, es geht um den Kollaborationsprozess zwischen Betriebsprüfer und Unternehmen. Das bedeutet, das ist eine Plattform, wo sich die Betriebsprüfer einloggen, wo sich das Unternehmen einloggt, wo wir uns einloggen können, wenn sie möchten, wo der Betriebsprüfer seine Fragen stellt, die dann quasi an das Unternehmen gehen, immer ein zentraler Ansprechpartner, wo er weiter delegiert werden kann, wo man die Antworten entsprechend sammelt, wo die reviewed und approved werden können in der Applikation, wo sie dann wieder als Antwort zurück an den Betriebsprüfer gehen. Eine Applikation, die wir mit der Finanzverwaltung sogar entwickelt hatten vor einigen Jahren, die sich da auch gerade in der heutigen Zeit einer größeren Beliebtheit erfreut. Warum? Weil die Betriebsprüfer, die hier vielleicht auch in den Webex sitzen, das wissen, man kann sich kaum mehr mit Mandanten treffen. Man muss das vom Homeoffice machen, aber wie soll ich vom Homeoffice das optimal prüfen? Also ist alles ein bisschen schwierig derzeit. Deswegen sind das, glaube ich, wirklich Möglichkeiten, die man sich anschauen sollte. Auf der nächsten Folie sieht man noch ein bisschen ein paar mehr Details. Auch das ist eine Lösung, die können wir Software as a Service anbieten. Einführungstage 1 bis 14 Tage. Hängt auch wieder davon ab, wie viel Customizing, wie viele Einstellungen Sie benötigen. Wie gesagt, der Vorteil ist immer bei solchen Gemeinschaftsthemen, wir können Ihnen da, weil wir da sehr viel Erfahrung haben, schnell reinhelfen, alles so anzulegen, wie man startmäßig braucht. Der Automatisierungsgrad ist, wie gesagt, nicht sehr hoch, weil man automatisiert in dem Sinne jetzt keinen Prozess, sondern ich glaube, das Wichtige ist hier die absolute Transparenz und die Prozesssicherheit. Ja, dass man hier wirklich sagen kann, gehen keine Fragen verloren, es gehen keine Antworten verloren. Ich weiß auch, welche Antworten ich gegeben habe im Laufe der Betriebsprüfung, die vielleicht mal ein, zwei Jahre dauern kann. Ich kann in einer Folgebetriebsprüfung nochmal schauen, wie waren denn die Sachverhalte in der BP davor besprochen, mit all den Fragen, mit all den Antworten, mit all den Unterlagen, die ausgetauscht wurden. Also das sind, glaube ich, eher die Vorteile, die man hat. Für die Betriebsprüfer ist, glaube ich, auch der Vorteil, es ist also, auch sind ja auch alle Deadlines gemanagt, alle Fristen gemanagt, es werden Reminder per E-Mails geschickt in alle Richtungen, wenn Dinge ausstehend sind. Man kann auf Knopfdruck sehen, wo die Feststellung aktuell liegt. Wir sind an einem Thema dran, wo wir eben auch hier noch besser versuchen, die Schnittstelle zu lösen, dass das, was hier erfasst wird, letztlich in einem BP-Bericht münden kann, den die Finanzverwaltung möglicherweise auch gleich mitnimmt. Soweit eben die Schnittstellen auch auf der Finanzverwaltungssoftware das erlauben, um dort auch da nochmal Zeit zu sparen. Insofern denken wir natürlich ja auch an das gesamte Ökosystem, nicht nur an Unternehmen, sondern eben auch an die Finanzverwaltung, die natürlich auch auf einer Digitalisierungswelle mit
sich bewegt und wo man, glaube ich, insgesamt hier deutlich den Audit-Prozess beschleunigen kann und auch einfach schneller Prüfungen abschließt. Auch das sind Applikationen, zum Beispiel, um einen Preis zu nennen, wir liegen hier bei, wenn man so ungefähr 15 Gesellschaften oder bis zu 15 Gesellschaften hier mal bedient, in so einem Tool liegen wir ungefähr bei 7.500 Euro pro Jahr. Ist also auch kein Betrag, wo man jetzt, ich meine, sag ich mal, ja, in große Engpässe oder Bredouillen käme. Das ist nur noch mal eine kurze Sicht, die wir hier angeben wollen. Es gibt eben verschiedene Datenräume, den Datenraum des Unternehmens, den Datenraum der Finanzverwaltung, die sind auch beide komplett voneinander getrennt. Das heißt, jeder kann für sich aus seinen internen Memos, seine internen Sichten, seine internen Texte, Beschreibungen, Gedanken fassen. Und nur wenn explizit auf Datenaustausch geklickt wird, werden eben hier die Daten von links nach rechts und umgekehrt verschoben. Wie gesagt, ich glaube, eine ganz hilfreiche Geschichte, um jetzt kurzfristig, jetzt gerade auch in dieser heutigen Situation, die Betriebsprüfung vielleicht wieder hochzufahren und zusammenkommen. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, gemeinsam hier voranzukommen, wenn da Offenheit besteht. Beiderseits, glaube ich, haben hier alle Seiten gewonnen. Ja, ich gucke gerade, wir sind hier sogar jetzt ein bisschen schneller in der Zeit als gedacht, was mir eigentlich ganz recht ist, weil dann Ihnen nochmal mehr Möglichkeiten zu Fragen verbleiben. Ich würde jetzt nochmal, André, ein bisschen zu dir rüberschauen. Ich schalte auch jetzt nochmal gleich rüber auf das Slido. Vielleicht können wir nochmal, können wir zeigen, nochmal die Slido. Genau, wir zeigen, okay, wir zeigen jetzt nochmal den Slido-Code. Alles gut. Schalte ich auch nochmal kurz rüber, dass ich reinschauen kann, ob schon erste Fragen von Ihnen da sind. Ansonsten warten einfach nochmal ein paar Minuten. Ob Sie Fragen zu gewissen Tools oder Themen haben, Abläufe, Daten. Ah ja. Es kommt, eine erste Frage kommt schon, da wird nach einem Termin gefragt. Melden wir uns, notieren wir bitte in der Redaktion, dass wir den Namen nochmal behalten. Das können wir gerne machen, das war eine Anfrage zum WP-Manager. Können wir gerne tun. Vielleicht nochmal in der Zwischenzeit einen Satz auch zum Thema Dokumentation, weil wir eben jetzt ganz kurz unterwegs waren. Diese Dokumentationslösungen, egal von welchem Anbieter, die machen halt insbesondere dann Sinn für Unternehmen, wenn sie möglichst redundante, sage ich mal, Funktionen oder Gesellschaften haben. Ja? Also beim Beispiel, Sie haben ein Unternehmen mit 15 Vertriebsgesellschaften, die alle einigermaßen gleich aufgestellt sind, dann ist da natürlich der Riesenvorteil, Sie schreiben letztlich die Texte und die Inhalte zu den Local Files eben nur einmal und ordnen die entsprechend 15 Mal zu, soweit eben die Inhalte auch richtig sind und zutreffend sind für die Gesellschaften, anstatt dass sie 15 Local Files parallel pflegen und dann vielleicht nicht mehr wissen, inwieweit ist das konsistent, wo weichen Themen ab, können sie das überhaupt maschinell erkennen, oft ja nicht. Insofern ist also da der Fall ganz klar, immer dort, wo sie Themen häufiger haben und bisher manuell bearbeitet haben, dort kann natürlich ein großer Synergieeffekt dann entstehen über diese Lösung. Zum Beispiel GlobalLog oder andere Lösungen, die es von Wettbewerbern eben auch gibt. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, den man sich zuerst vor Augen führen muss. Und der zweite Punkt, warum diese Themen sich lohnen, ist immer dann, weil sie dort halt das Taskmanagement, das Reminder-Management, das Taskmanagement drin haben, was natürlich auch hilft bei Projekten. Das zum Thema GlobalLog und ich habe nochmal, es gibt nochmal spezielle Webinar-Sessions im Nachgang, die wir Ihnen auch nachher nochmal sagen werden, wo Sie auch nochmal Gelegenheit haben, sich das ganz genau anzugucken und noch gezielter Fragen zu stellen, auch dann mit Live-Demo natürlich. Die Frage ist, ob dieser TP-Manager auch mit Oracle funktioniert. Also grundsätzlich ja, wir sind auch schon bei Kunden unterwegs, wo wir Non-SAP-Systeme haben. Ich meine, die ehrliche Antwort ist natürlich, die Erfahrung, die der Provider hat und die wir haben, ist im SAP-Umfeld am allergrößten. Das heißt, da muss man uns nicht sagen, wo Daten liegen, wo man Daten findet, das wissen wir selbst. Da kommen wir sehr gut mit wenig Ressourcen auf Ihrer Seite, auch in dem Proof of Concept zurecht. Bei den Oracle-Projekten, wenn wir Oracle-Datenbank im Hintergrund haben, da brauchen wir einfach dann auch im Proof of Concept nochmal eine Ressource von Ihrer Seite, dass jemand am besten von Leute, die in dem Business Warehouse sattelfest sind,
uns sagen können, wo quasi die Felder, die wir benötigen, wo wir quasi so die SAP-Anforderungen geben können, wo wir quasi entsprechende Wertefelder in den Oracle-Datenbanken finden. Aber insofern ist das kein No-Go. Wie gesagt, man braucht ein bisschen mehr Support von Ihrer Seite. Ich gucke mir gerade die nächste Frage an. Lässt sich eine BSGAVO-Dokumentation sinnvoll integrieren? Muss ich gestehen, haben wir noch nicht, glaube ich, also ich müsste meine Kollegen noch fragen, aber ich meine, wir hatten da noch keinen Fall, wo wir jetzt eins der Lösungen dafür verwendet hatten. Aber ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Bin ich ganz ehrlich, hatten wir so noch nicht auf der Agenda. Ist aber auch da natürlich wieder eine Mischung aus Daten, die wir sammeln, aus Berichten, die wir schreiben und dem Grunde nach, ja. Ist GlobalDoc eine Maschine, also zum Beispiel, wenn man jetzt über GlobalDoc reden möchte, wie andere vergleichbare Tools, ist eine Maschine, wo wir über Excel-Imports Daten reinziehen können, wo wir über integrierte Questionnaires, die dort schon hinterlegt sind, Daten, also quasi von individuellen Personen, alle möglichen Daten einfordern können, auch wieder Deadline-basiert und so weiter, sodass wir auch diese Zahlen und Daten und Fakten, die wir über Questionnaires sammeln, unmittelbar in Texte integrieren, in Absätze, also wo wir über Variablen arbeiten etc., wo niemand mehr, sag ich mal, Antworten mit dem Questionnaire sammelt und die dann wieder irgendwie in der richtigen Passage im Local File oder in irgendeinem Dokumentationsbericht versucht dort einzubauen, sondern diese Informationen würden unmittelbar an die Stelle reingefüttert werden, wo wir sie brauchen. Insofern ist es ein sehr guter Punkt, also wenn Sie möchten, wir sehen jetzt nicht, weil das eine anonyme Anfrage war, müssen wir auch nicht sehen, wer das gefragt hat, aber wenn Sie da ins Gespräch kommen wollen mit uns, da schicken Sie vielleicht doch nochmal gerne eine Mail an Herrn Eckel oder mich. Da können wir dann nochmal ins Zweiergespräch gehen. Dann nächste Frage, wie hoch sind die Kosten für den Proof of Concept des TP Management Tools? Das liegt hängt ein bisschen von der Größe ab. Also vielleicht mal um das noch mit den Amortisationseffekten zu sehen. Die meisten Kunden, die wir angesprochen hatten, also würde man sagen, 90% der Kunden lagen über 1 Milliarde Konzernumsatz. Wir waren aber auch schon bei Kunden mit 500 Millionen, mit 700 Millionen, nur mal um so ein Gefühl zu kriegen von der Größe. Die Kosten für den POC, die liegen so zwischen, je nach Unternehmen und wie viele Gesellschaften wir halt auch picken, wo wir die Daten dann ziehen, real, zwischen 20, 30, 40.000, 50.000 Euro. Das hängt davon ab, wie man den Proof, wie viel Leistung man noch mit reinpackt und welche Ergebnisreports Sie wünschen. Wir haben quasi ein Standardpaket, mit dem, wie wir durchmarschieren. Da gibt es aber Unternehmen, die sagen, ich brauche was fürs Management, ich brauche noch was besser ausgearbeitet, ich brauche noch große Präsentationen, ich brauche noch Fit-Gap-Analysen auf Feldebene. Und dann sind das alles so Add-ons, die Firma sich gerne wünscht, die wir aber eigentlich nicht liefern müssten für den Proof of Concept, um nur festzustellen, würde sowas wie ein TP-Management-Tool Sinn machen oder jede andere Lösung. Ja. Aber den Bereich, den Betrag haben Sie gehört. Besteht eine Verknüpfung zwischen den gezeigten Lösungen? Ja. Das Gute ist, sowohl der BP-Manager wie auch GlobalDoc haben wir über unseren Entwickler-Datenwerk, über unseren externen Provider-Datenwerk entwickelt. Das ist ein Provider, den wir schon seit vielen, vielen Jahren bei PwC kennen. Das ist ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, sehr eng abgestimmt. Das heißt, wir hätten beispielsweise auch Stammdatenmöglichkeiten. Es gibt eine Stammdatenlösung, die wir hier anbieten können, die connected ist mit BP-Manager, mit GlobalDoc. Und weil eben dieses TP-Management-Tool zum Beispiel von Octavis, von einem anderen Provider gebaut wurde, haben wir versucht, dort Schnittstellen einzubauen, dass die Transaktionsdaten und die Segmentierungsdaten dort rauslaufen und zum Beispiel in den GlobalDoc reinlaufen. Ja. Dann da sehe ich noch eine weitere Frage. Ich gucke mal auf die Uhr, 5 Minuten haben wir auch noch. Macht es Sinn, die gezeigten Lösungen nur vorübergehend zu nutzen? Also möglich ist es, ja. Wie viel Sinn das macht, müsste man sich in der Lösung anschauen. Ja. Weil gerade wenn Sie sich auf ein Dokumentationsthema einlassen und haben da einige Local Files, Master File, was zu erstellen ist, und das kommt ja laufend, wiederholt sich das ja Jahr für Jahr, weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll es wäre, das nur vorübergehend, also dass Sie das vorübergehend nutzen. Also was wir immer tun können ist, dass wir flexibel diese Workshares verteilen. Also beispielsweise, Sie sind eine schlanke Steuerabteilung, haben eine Person, die sich um Dokumentation kümmern soll, sind 1000 andere Themen am Tisch
und schaffen das nicht. Insofern könnten wir beispielsweise dann Dokumentationsprojekt aufsetzen, Toolzugriff geben. Sie haben die Admin-Rolle. Wir kümmern uns aber darum, dass letztlich das alles angelegt wird, dass die Texte geschrieben werden. Und wenn Sie, wann immer Sie Lust und Zeit haben und Möglichkeiten haben, gewisse Themen selbst zu übernehmen, können wir das ganz einfach übergeben. Dann zieht man sich zurück als Berater. Sie machen die Dinge selbst fertig. Vor allen Dingen, wenn auch Dinge aufgestellt sind, weil am Anfang ist es immer so, Sie haben ein gewisses Invest, um erstmal diese ganze Grundstruktur mal reinzubringen in Global Doc. Aber das Jahr 2 zum Beispiel ist meistens mit riesen Savings dann verbunden, wo Sie dann auch selber merken, mit wie wenig Ressourcen Sie da weiterkommen können. Und dann würden wir uns zurückziehen, Sie würden entsprechend mehr machen. Ja, oder wenn es umgekehrt geht, Sie fangen mit 2, 3 Leuten an, dann kommt eben Elternzeit oder andere Dinge dazwischen, wo wir einfach mit drauf springen und dann einfach dann die Teile mit übernehmen, ja, die Sie bisher eigentlich selbst machen wollten. Ja. Bei der vorübergehenden Nutzung BP-Manager, ja gut, das kommt dann in den Betriebsprüfungen dann zyklisch vor. Insofern wäre das eigentlich vorübergehend, weil man immer nur in der BP eigentlich das Tool dann nutzt. Aber auch da ist natürlich spannend. Ich würde mich auch natürlich dann vor, ich würde mir vorher überlegen, auf welches System ich mich einlasse, gerade wegen den historischen Daten. Weil es ist extrem hilfreich, wenn Sie die gesamte Betriebsprüfung nicht auf einem Laptop eines Mitarbeiters vielleicht mal hatten, der vor ein paar Jahren noch dabei war, jetzt nicht mehr da ist und Sie sich einfach keine Transparenz mehr haben, was wurde wann, wie, wem gegeben, wie wurde argumentiert, wie wurde gefragt von Seiten der Betriebsprüfung, sondern hier haben Sie letztlich ein Archiv in einer Applikation für egal welchen Nutzer und welche Nachfolger Sie da hätten in Ihren Projekten. Thomas, das ist, glaube ich, auch auf Nachhaltigkeit angelegt. Wie könnte, damit gehe ich zur nächsten Frage oder vielleicht eine ganz kurze Anmerkung. Wichtig ist halt, also das insbesondere jetzt auch Global Doc und BP Manager, das sind Lösungen, die können Sie definitiv vorübergehend nutzen. Klar, der Trade-off, der größere Trade-off kommt in der längerfristigen Nutzung. Aber wenn Sie sagen, ich bin total landunten, ich brauche schon eine Plattform, wo ich und vielleicht noch 2 Kollegen aus dem Ausland an der Doku arbeiten können, dann ist es klar ein Quick-Win. Das mit Global Doc nicht in der vollen Ausprägung alle Einstellungen, aber mit Basiseinstellungen, die echt schnell aufgesetzt werden können, absolut zu realisieren ist. Ja. Danke dir, André. Nochmal, ich nehme jetzt mal die letzte Frage, dann haben wir noch 2 Minuten, ich will auch nicht überziehen. Wie könnten diese Verrechnungspreisdigitalisierung mit Textdigitalisierung zusammengesetzt werden? Na, ich habe es eingangs nicht gesagt, ich bin bei uns auch in Deutschland verantwortlich für den Bereich Digital Services, Text und Deal. Also ich kümmere mich um das Gesamtportfolio der Applikationen im Bereich ITX, Lohnsteuer, Entsendungen, Zoll, Corporate Tax, was auch immer wir da haben. Die genannten Themen, also gerade BP-Manager natürlich, ist ja gar nicht für Transfer Pricing entwickelt worden. Das ist einfach nur ein BP-Manager für egal welche Betriebsprüfung. Spielt überhaupt keine Rolle. Sie können ja jeden Betriebsprüfer da draufschalten und entsprechend damit die Prüfungen bearbeiten. Ist Global Doc ist interessant insofern, weil wir haben mittlerweile auch Rechtsabteilungen, die das Global Doc nutzen wollen für Vertragsmanagement, also Entschuldigung, für Vertragsmanagement, aber auch für Vertragsmustererstellungen, weil sie können natürlich das ist ja wie ein Baukastensystem, verschiedene Textbausteine, verschiedene Textmodule, die Sie standardmäßig nutzen wollen, hinterlegen. Und das können ja Verträge auch sein. Und dann ziehen Sie sich eben die Module zusammen, um so einen Vertrag zu erstellen. Also da gibt es verschiedene Fantasien, wie man das nutzen kann. Die genannte Stammdatenbank, auch das ist was, wo wir eben auch diese Stammdatenbank natürlich auch außerhalb von Verrechnungspreisen nutzen und auch dort durchaus generell auch an Schnittstellen arbeiten, wie wir zum Beispiel GTC von Amana, das ist ja auch nicht keine PwC-Lösung, da geht es in der Text-Accounting, Text-Reporting-Solution, wo wir auch gucken, dass wir das verbinden mit BP-Manager, mit Stammdatenbank. Also da ist noch vieles denkbar und möglich, aber ich bin da auch ganz offen und ehrlich zu Ihnen, das ist schon noch eine Reise. Ja. Also wir sind bei PwC dafür bekannt, dass wir ein sehr starkes, ein sehr breites Portfolio haben, weil wir sehr früh damit angefangen haben, Lösungen zu entwickeln und Probleme in der Praxis wirklich zu lösen. Deswegen sind wir da, haben wir da, glaube ich, ganz gute Grundlage. Aber auch wir arbeiten daran, Stück für Stück die Dinge so zu migrieren, dass sie immer mehr aus einem Guss kommen. Zum Beispiel, wie jetzt bei uns eine ganz große Geschichte, Global Engagement Center, ist eine Plattform, wo wir über 500 Kunden drauf haben, wo wir als Kollaborationsplattform jetzt die Landingpage für Kunden anbieten wollen und Stück für Stück Applikationen auf dem Engagement Center verfügbar machen, sodass wir da definitiv hinwollen und hinkommen werden.
Eine Minute noch für die letzten Folien bitte, dann genau einer Hinweis hier, Digital Breakfast am 23. Juni nochmal zu Transfer Pricing. Nachdem wir dieses Feedback von ihm bekommen hatten zu Daten, werden wir mal versuchen, ob wir da nochmal stärker das aufbohren können, um das Thema noch mehr in den Fokus zu holen und mehr in nochmal diesen Verrechnungspreisprozess zu gehen. Da werden wir nicht mehr Dokumentation ansprechen. Dafür gibt es aber noch am 30. Juni bis 30. Juli die Möglichkeiten, in die Global Doc Webinare reinzugehen, wo Sie wirklich ganz speziell auch in Live-Demos sich das nochmal angucken können. Ansonsten sich immer an uns wenden. Sie sehen unten den Link pwc.de/Veranstaltungen, dort kommt man da drauf. Da nochmal der Hinweis, es gibt eine Webinarreihe für die, die jetzt gerade gefragt hatten, außerhalb von Transfer Pricing. Ich habe diese Reihe aufgesetzt, alle 4 Wochen anderes Thema. Text CMS, Business Process Automation, Edge für Umsatzsteuerprozessautomatisierung. 19. Mai, nächste Woche, ganz heiß, Data Analytics Academy, da bieten wir Ihnen Online-Training an. Das, was wir bei PwC selbst nutzen, wir haben über 80.000 Mitarbeiter damit geschult. Super spannend, um einfach mal fit zu werden in diesen Data Analytics Dashboards. Da kommt unser Transfer Pricing Slot, dann gibt es was zu Payroll Compensation, Legal Chatbots, Thema Massendatenanalyse. Und ich glaube, da sind wir auch schon am Ende, meine ich, wenn wir auf die letzte Folie noch gehen. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben ein paar interessante Themen mitgenommen. Wir wünschen Ihnen wirklich alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können. Danke sehr. Schöne Woche. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.